Die Tagesordnungspunkte, Zusatzpunkte 8a und b. Hier geht es um die zweite und dritte Beratung des von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurfs zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung sowie die Beratung der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales zum Antrag der Fraktion Die Linke mit dem Titel Sichere Beschäftigung in der Transformation Aus- und Weiterbildungsförderung ausbauen. Zu dem Gesetzentwurf der Bundesregierung liegt ein Entschließungsantrag der Fraktion der CDU-CSU vor. Es ist verabredet, 39 Minuten zu debattieren. Ich eröffne die Aussprache und für die Bundesregierung hat der Bundesminister Hubertus Heil das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren! Der Deutsche Bundestag hat eben mit der Bekanntgabe des Ergebnisses zum Einwanderungsrecht wirklich Geschichte geschrieben. Wir haben heute Morgen sehr intensiv darüber diskutiert, dass wir ergänzend zu den inländischen Potenzialen qualifizierte Einwanderung nach Deutschland brauchen. Aber wir müssen vorrangig auch die inländischen Potenziale heben. Und das betrifft vor allen Dingen das Thema Ausbildung. Wir reden über Arbeits- und Fachkräftemangel in vielen Branchen und Regionen angesichts der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt. Aber gleichzeitig haben 1,6 Millionen Menschen zwischen 20 und 29 keine abgeschlossene Berufsausbildung. Und ich kann Ihnen sagen, die sehe ich zum einen als Arbeitsminister, aber ich sehe sie als Sozialminister auch später wieder, weil mittlerweile 2/3 der langzeitarbeitslosen Menschen in diesem Land keine abgeschlossene Berufsausbildung haben. Diesen Menschen geben wir mit dem Bürgergeld übrigens, das zum 1. Juli in neuen Instrumenten in Kraft treten wird, neue Chancen auf das Nachholen eines Berufsausschusses, auf Qualifizierung, sie dauerhaft in Arbeit zu bringen. Aber es ist doch viel besser, dieser Entwicklung den Nachwuchs abzugraben. Und das tun wir heute mit der Ausbildungsgarantie, meine Damen und Herren. Teil des Gesetzes ist eine Ausbildungsgarantie, die im Einzelnen dafür sorgt, dass wir vor allen Dingen die Berufsorientierung in diesem Land verbessern. Wir haben inzwischen die Situation, dass mehr als die Hälfte eines Schuljahrgangs Abitur macht. Nichts dagegen. Und der elterliche Wunsch, eine akademische Ausbildung zu machen, ist sehr, sehr groß. Aber nicht immer richtig, weil viele junge Menschen eine akademische Ausbildung beginnen, aber das Studium auch wieder abbrechen, die wir dann mühsam für die Berufsausbildung zurückgewinnen müssen. Meine Damen und Herren, ja, wir brauchen Master in diesem Land, aber wir brauchen auch Meisterinnen und Meister. Mit diesem Gesetz stärken wir die Berufsorientierung und sorgen dafür, dass auch der Wert der beruflichen Ausbildung vermittelt wird, durch Berufsorientierung. Zweitens, wir unterstützen die Mobilität, weil wir durchaus regionale Unterschiede haben. Wir haben Regionen, in denen Unternehmen händeringend Auszubildende suchen und keine finden. Und wir haben andere Regionen, die strukturschwach sind, in denen junge Menschen sich die Finger wundschreiben, eine Ausbildung zu bekommen. Deshalb ist es richtig, auch Mobilität zu unterstützen. Bei Heimfahrten beispielsweise, bei Mobilitätskosten. Und ich bin auch froh, dass die Kollegin Geiwitz mit dem Programm Junges Wohnen das Thema Azubi-Wohnheime angeht. Das brauchen wir in diesem Land, nicht nur studentisches Wohnen. Wir verbessern die Einstiegsqualifizierung für benachteiligte junge Leute, die wertvolle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter werden können. Und wenn alle Stricke reißen in unterversorgten Gebieten, gibt es jetzt auch einen Rechtsanspruch auf außerbetriebliche Ausbildung. Unser Ziel muss sein, dass niemand von der Schulbank ins Nichts fällt, sondern dass wir den Menschen eine Chance geben, den jungen Leuten über Ausbildung ein selbstbestimmtes Erwerbsleben zu können. Das ist auch ein Thema, vor allen Dingen der Bildungspolitik und der Gesellschaftspolitik. Aber ich sage Ihnen auch, wir haben Instrumente, auch jungen Menschen, die es von zu Hause nicht so leicht hatten, bei denen es in der Schule nicht so geklappt hat, Stichwort Einstiegsqualifizierung, eine Chance zu geben. Diese Koalition macht deutlich, für die deutsche Wirtschaft, aber vor allen Dingen für die jungen Leute, wir geben niemanden auf, wir sind eine Koalition der Chancen. Wir wollen, dass Menschen selbstbestimmt leben können, über gute Ausbildung in Erwerbsarbeit zu kommen. Aber so richtig es ist, dass eine ordentliche Ausbildung immer noch eine gute Eintrittskarte in ein selbstbestimmtes Erwerbsleben ist. Es ist kein Dauerabo mehr. Denn Wirtschaft und Arbeitswelt ändern sich in den nächsten Jahrzehnten rasant. Der ökologische Umbau der Industriegesellschaft, aber vor allen Dingen auch das Thema der Digitalisierung, die Frage des Einsatzes von künstlicher Intelligenz in der Wirtschaft und in der Arbeitswelt, werden dazu führen, dass in vielen Bereichen sich Tätigkeitsanforderungen auch von qualifizierten Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern verändern. Und deshalb habe ich immer gesagt, und wir lösen das heute ein, wir müssen nicht nur eine Ausbildungsrepublik sein. Deutschland muss eine Weiterbildungsrepublik werden, meine Damen und Herren. Und dafür schaffen wir Instrumente im Einzelnen. Einzeln sorgen wir dafür, dass wir Unternehmen unterstützen in diesem Wandel, vor allem kleine und mittelständische Unternehmen.
Deshalb wird der Transformationszuschuss als Basisinstrument für alle Unternehmen geöffnet, um sie mit Mitteln der Bundesagentur für Arbeit bei den eigenen Weiterbildungsanstrengungen und Investitionen zu unterstützen. Das steht jetzt allen Unternehmen offen. Wir haben drei Stufen, je nach Größe, und entbürokratisieren dieses wichtige Instrument, weil wir Unternehmen unterstützen wollen und damit auch einen Beitrag zur Fachkräftesicherung liefern, damit die Beschäftigten von heute auch die Arbeit von morgen machen können. Zweitens, wir schaffen ein neues Instrument, das Qualifizierungsgeld, früher mal bekannt als Transformationskurzarbeitergeld. Es geht darum, dass wir in Unternehmen, die schon heftiger von der Transformation betroffen sind, beispielsweise als Zulieferunternehmen in der Automobilindustrie, in Sozialpartnerschaft, in Betriebspartnerschaft zwischen Unternehmen und Betriebsrat dafür sorgen können, dass wir Weiterbildung fördern. Und was mich besonders freut, dass dieses neue Instrument im Rahmen des parlamentarischen Verfahrens auch so weiterentwickelt wurde, auf Druck vor allen Dingen meiner Fraktion, dass wir tatsächlich auch die Berufsspezialisten dabei haben. Das heißt, dass aus Gesellen Berufsspezialisten werden können, das ist ein Beitrag für wirtschaftlichen Wohlstand und für Beschäftigungsfähigkeit, meine Damen und Herren, ein wichtiges Instrument des Qualifizierungsgeldes. Ja, wir haben noch das konjunkturelle Kurzarbeitergeld. Wir wollen immer noch den Anreiz setzen, dass das, wo immer es geht, in Krisen auch mit Weiterbildung verknüpft wird. Meine Damen und Herren, Frau Präsidentin, heute ist ein guter Tag für Fachkräftesicherung in Deutschland. Das nächste Jahrzehnt wird ein Jahrzehnt der Fachkräftesicherung sein müssen angesichts der demografischen Entwicklung. Wir ziehen alle inländischen Register. Aus- und Weiterbildung sind wichtig. Wir haben qualifiziertes Einwanderungsgesetz heute beschlossen. Deshalb kann ich sagen, der heutige Tag ist der, an dem der Deutsche Bundestag die Weichen richtig stellt und das kommende Jahrzehnt zu einem Fachkräftesicherungsjahrzehnt macht für Wohlstand, soziale Sicherheit und Beschäftigungsfähigkeit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitern in Deutschland. Herzlichen Dank. Ich bitte um Zustimmung. Stefan Stracke spricht jetzt für die CDU-CSU-Fraktion. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Zukunft unseres Wirtschaftsstandortes, unser Wohlstand und die Stabilität der sozialen Sicherungssysteme hängt ganz maßgeblich davon ab, wie es uns gelingt, die Fachkräftebasis der Unternehmen und Betriebe zu sichern. Und dabei müssen wir zuallererst das Arbeitskräftepotenzial im Inland nutzen. Und der wichtigste Baustein zur Fachkräftesicherung ist beste Bildung, beste Ausbildung und beste Weiterbildung, und zwar in Schule, Ausbildung und Beruf. Und für uns gilt der Grundsatz, keiner darf mit seinen Fähigkeiten, mit seinen Talenten verloren gehen. Jeder ist gebraucht. Berufliche Ausbildung ist hierfür zentral, denn sie bietet einen ganz optimalen Start ins Berufsleben und schützt vor Arbeitslosigkeit. Und es ist gut, dass die Ampel hier einige Punkte aufgreift, wie beispielsweise das Berufsorientierungspraktikum, das weist in den richtigen Weg, oder die Flexibilisierung der Einstiegsqualifizierung. Dringend erforderlich ist aber auch, dass die bereits vorhandenen Unterstützungsmaßnahmen besser in die Breite gelangen und vor allem besser noch kommuniziert werden. Ich meine insbesondere die Kombination der Einstiegsqualifizierung mit der sozialpädagogischen Begleitung, die Sprachförderung oder auch die Unterstützung mit der assistierten Ausbildung. Hier müssen wir noch deutlich besser werden. Und hier ist auch die Ampel gefordert, dies tatsächlich an der Stelle weiterzubringen. Sie schaffen jetzt ein neues Instrument, nämlich einen Rechtsanspruch auf Förderung in eine außerbetriebliche Ausbildung. Sie bekennen sich dabei ganz klar zum Vorrang der betrieblichen Ausbildung. Das ist richtig so. Und sicherlich gibt es einige wenige strukturschwache Regionen, in denen es auch eine Unterversorgung an dualen Ausbildungsplätzen gibt. Hier soll dieses Instrument helfen. Zum kompletten Bild muss man allerdings schon auch sagen, dass es schon auch neben der dualen Ausbildung weitere Ausbildungsangebote gibt, nämlich die der Pflegeschulen, der öffentlichen Verwaltung, der Bundeswehr, der Polizei. Das wird da ein Stück weit ausgeblendet in dieser Betrachtung, aber das gehört zum kompletten Bild tatsächlich gut dazu. Und die Ausgestaltung, dass Sie jetzt hier die Sozialpartner mit ins Boot nehmen, das ist genau richtig. Denn es gibt keinen Rechtsanspruch auf einen Wunschberuf, sondern es muss ein Rechtsanspruch sein, der die Förderung für einen Ausbildungsplatz bietet, der letztendlich auch Arbeitsmarktchancen in der Zukunft bietet. Für den übergroßen Teil in Deutschland
ist der Mangel an Ausbildungsplätzen nicht das Problem, sondern der Mangel an Bewerberinnen und Bewerbern. Mobilitätszuschuss ist da ein mögliches Instrument. Azubi-Wohnen, da machen Sie jetzt einen wichtigen Schritt in die Richtung. Aber das muss man noch deutlich verstärken in dem Bereich. Das ist ein viel zu kleiner Trippelschritt, um tatsächlich Wirkung zu entfalten. Und entscheidend ist für uns, dass wir im Übrigen auch viel stärker darüber diskutieren, warum es denn so viele Abbrüche in der Schullaufbahn gibt, in der beruflichen Bildung, beim Hochschulstudium. Und deswegen brauchen wir hier noch eine deutlich vertiefte und passgenaue Berufs- und Studienorientierung, um Talente und an den Arbeitsmarkt entsprechend auszurichten. Das ist eigentlich der entscheidende Beitrag zur Fachkräftesicherung. Und der einmal erlernte Beruf reicht nicht mehr aus, um den Anforderungen der Zukunft gerecht zu werden. Das gilt für die Berufseinsteiger wie auch für erfahrene Fachkräfte. Denn neue Kompetenzen und Qualifikationen müssen gelernt werden. Ausbildung oder ausgelernt war gestern. Deswegen macht es Sinn, den Transformationszuschuss zu entbürokratisieren. Aber ein Qualifizierungsgeld einzuführen, das macht tatsächlich an dieser Stelle keinen Sinn. Es erhöht nur die Komplexität. Und wenn der Bundesarbeitsminister zu Recht darauf hinweist, es gibt Betriebe, die deutlich stärker von der Transformation betroffen sind, warum dann dieses Instrument dann nur denen vorbehalten sein soll, die mitbestimmt sind, wo es Tarifverträge gibt und nicht zur Gänze diejenigen in den Blick genommen werden, wo Transformation, wo Umbrüche stattfinden. Das ist das Thema, wo wir sagen, dieses Qualifizierungsgeld greift tatsächlich zu kurz. Deswegen lehnen wir auch diesen Gesamtgesetzentwurf ab. Franziska hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Frau Präsidentin, Abgeordnete, mit dem vorliegenden Gesetz eröffnet die Ampel Chancen und Perspektiven im Strukturwandel, und zwar für die Menschen und für die Unternehmen. Fakt ist, trotz des bereits akuten Fachkräftemangels bleiben viele Jugendliche ohne Ausbildungsstelle. Mit der Ausbildungsgarantie machen wir das Recht auf Ausbildung konkret. Wir sorgen dafür, dass alle die Möglichkeit bekommen, eine berufliche Ausbildung zu machen. Das ist angesichts eines Höchststandes von 2,6 Millionen ungelernter Menschen in unserem Land dringender denn je. Es ist wichtig, dass die Ausbildungsgarantie als Ultima Ratio auf Betreiben auch insbesondere der Grünen einen Rechtsanspruch auf eine außerbetriebliche Ausbildung beinhaltet, wenn alle vorgelagerten Maßnahmen in der eigenen Region einen Ausbildungsplatz zu bekommen nicht erfolgreich waren. Daran wird aber auch deutlich, dass mit dieser Gesetzgebung die Ausbildungsgarantie als Prozess verstanden wird, der jungen Menschen bei Bedarf die Unterstützung gibt, die sie brauchen, um eine berufliche Ausbildung erfolgreich bewältigen zu können. Die Ausbildungsgarantie soll allen jungen Menschen unter Berücksichtigung ihrer individuellen Lebenslagen und Bedarfe berufliche Orientierung, Vorbereitung auf eine Berufsausbildung, Aufnahme und Abschluss einer förderungsfähigen Berufsausbildung sowie Stabilisierung nach Abschluss ermöglichen. Dafür stellen wir unterschiedliche Leistungen der Arbeitsförderung bereit. Gleichzeitig sorgen wir mit dem Qualifizierungsgeld für Beschäftigungssicherheit im Strukturwandel. Während Unternehmen sich neu positionieren und ihre Produktion im Zeiten von Dekarbonisierung und Digitalisierung umbauen, können sich die von veränderten Qualifikationsanforderungen betroffenen Belegschaftsteile passend qualifizieren und fortbilden, und zwar bei Fortführung des Arbeitsverhältnisses unter Einsatz von Kurzarbeitergeld, das tariflich noch aufgestockt werden kann. Und wir machen das so, weil wir Tarifbindung stärken und die Mitbestimmung stärken wollen. Herr Stracke, das ist unser Anliegen. So wird es den Unternehmen ermöglicht, Belegschaften zu halten, statt sie neu am Arbeitsmarkt rekrutieren zu müssen. Die von Umbauprozessen betroffenen Beschäftigtengruppen können sich unter Erhalt ihres Arbeitsplatzes für die Anforderungen der Zukunft qualifizieren. Und gesamtgesellschaftlich wird Arbeitslosigkeit vermieden. Eine Win-Win-Situation für alle und arbeitsmarktpolitisch ein Quantensprung. Darüber hinaus verbessern wir die bereits bestehende Weiterbildungsförderung für Beschäftigte, reduzieren deutlich die Komplexität der Regelungen und vereinfachen so die Inanspruchnahme. Bei der Förderung der Lehrgangskosten begünstigen wir kleinere und mittlere Unternehmen
und öffnen das Qualifizierungsgeld auch für Fortbildungen, die bisher über das Aufstiegs-BAföG gefördert werden können. Das betrifft vor allem Berufsspezialisten. Unter dem Strich schaffen wir so wichtige Voraussetzungen für die Bewältigung der vor uns liegenden tiefgreifenden Umbauprozesse, die nur gemeinsam mit den Menschen gelingen können. Ihnen dient dieses Gesetz. Gerrit Huy spricht jetzt für die AfD-Fraktion. Frau Präsidentin, werte Kollegen, liebe Gäste! Deutschland im Niedergang, titeln inzwischen immer mehr Zeitungen. Wo man auch hinschaut, nichts funktioniert mehr richtig hier im Land. Am gravierendsten von allen Problemen ist aber wohl unsere Bildungs- und Ausbildungsmisere, denn sie entscheidet maßgeblich über unsere Zukunft. 2,6 Millionen junge Erwachsene haben keinen Berufsabschluss. 630.000 junge Menschen unter 24 Jahren sitzen einfach zu Hause. Sie haben die Schule verlassen, lernen aber nichts und sie arbeiten auch nicht. Und die Bertelsmann Stiftung schätzt, dass jährlich weitere 100.000 junge Menschen dazustoßen. Ein verlorenes Potenzial für unsere Gesellschaft, eine trostlose Zukunft für die Betroffenen und eine extrem gefährliche Entwicklung für unsere Gesellschaft. Dabei wusste schon Nietzsche, der Beruf ist das Rückgrat des Lebens. Verständlich, dass sich unsere Ampelhelden jetzt an einem Gesetz versuchen, das den Schaden wiedergutmachen soll. Aber das wird leider nicht funktionieren, denn was in 9 Jahren grüner Schulzeit versäumt worden ist, lässt sich später nur ganz selten wieder gutmachen. Für die Gesellschaft bringt das also keinen Fortschritt, und die Förderung von Individuen sollten Sie besser der Nachbarschaftshilfe überlassen, die ist näher dran. Unsere Wirtschaft sucht händeringend Arbeitskräfte. Zehntausende Ausbildungsstellen sind unbesetzt. Aber die Regierung versagt komplett darin, diese jungen Menschen zu aktivieren. Stattdessen hat sie die tollkühne Idee, im Ausland nach weiteren jungen Menschen zu suchen, die sich bei uns ausbilden lassen wollen, weil das hier bei uns so gut klappt. Natürlich werden viele von ihnen dann auch wieder im Bürgergeld landen, das demnächst besser Fremdbürgergeld halten sollte. Es ist nicht Zielführung, alles und jeden fördern zu wollen. Was wir brauchen, sind wertschöpfend tätige Bürger, die durch gute Arbeit unser Land wieder auf Vordermann bringen. Die vielen aber, die sich nicht ausbilden lassen wollen oder dazu einfach nicht in der Lage sind, sollte man wenigstens wieder an einen geregelten Tagesablauf gewöhnen. Durch regelmäßige Arbeit, wie es in allen unseren Nachbarländern selbstverständlich ist. Es ist einfach nicht hinzunehmen, dass junge, gesunde Menschen daran gewöhnt werden, sich vom Steuerzahler ernähren zu lassen. Ja, fast hätte ich die Ausbildungsgarantie vergessen. Ich finde es schon amüsant, dass sie uns ausgerechnet von den Grünen vorgelegt wird. Der Begriff garantiert suggeriert allerdings, dass es bei der Ausbildungsplatzsuche gar nicht auf den eigenen Einsatz ankommt. Und spätestens hier zeigt sich, dass wir von der AfD völlig anders ticken. Wir wollen freie und unabhängige junge Menschen, Menschen, die selbstständig sind und ihr Leben selbst in die Hand nehmen können. Wir wollen keine staatsalimentierten, unselbstständigen Pseudo-Erwachsenen, wie sie immer mehr von unseren Schulen hervorgebracht werden. Deswegen gebe ich ihm zum Schluss noch 3 Tipps, wie Sie das Problem erfolgsversprechend angehen können. Erstens, minimieren Sie die enorme Steuer- und Bürokratielast, die unseren Mittelstand erdrückt. Und überlassen Sie es dann den Firmen mit dem eingesparten Geld, die Aus- und Weiterbildung ihrer Mitarbeiter selbst in die Hand zu nehmen. Zweitens, stellen Sie bessere Unterstützung für junge Familien zur Verfügung. 4,3 Millionen Bürger brauchen 2 oder mehr Berufe, um überhaupt durchs Leben zu kommen. Und währenddessen schlafen Ihre Kinder im Auto auf dem Parkplatz. Und drittens, hören Sie auf, bildungsferne Menschen hier bei uns ins Land zu rekrutieren, die de facto nur einen weiteren Fachkräftemangel verursachen. Das hätte Rückgrat. Dankeschön. Der Kollege Dr. Stefan Seitert hat das Wort für die FDP-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine Damen und Herren, nach 3-mal tief durchatmen versuche ich jetzt zum Thema zurückzukommen. Weil es ist einfach unglaublich, wie man an einem Thema vorbeireden kann,
das so wichtig für unsere Gesellschaft und für die Zukunft genau unserer Kinder und unserer Kindeskinder letztendlich ist und auch für die jungen Leute, die jetzt einen Ausbildungsplatz suchen, meine Damen und Herren. Wir alle wissen, und das haben wir heute Morgen auch schon bei der Debatte über das Fachkräfteeinwanderungsgesetz gehört, und wir haben hier in diesem Haus schon mehrfach darüber diskutiert, und die Zeitungen sind voll davon, Strukturwandel, ökologische Transformation, Digitalisierung verlangt von unseren Unternehmen und verlangt von diesen Mitarbeitenden eine Anpassung. Wir erleben einen Strukturwandel, wie wir ihn schon seit langem nicht mehr erlebt haben. Und meine Damen und Herren, im Gegensatz zur Vergangenheit sehen wir mit diesen Aktivitäten, mit dieser Gesetzgebung, die wir heute Morgen begonnen haben, die wir jetzt fortsetzen mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz, etwas, was man als präventive Maßnahme bezeichnen kann. Es geht nämlich darum, nicht zu warten, bis der Strukturwandel zugeschlagen hat und Arbeitsplätze verloren gegangen sind, sondern es geht darum, auch an der Aus- und Weiterbildung anzusetzen, damit Arbeitskräfte und damit auch die Unternehmen darauf vorbereitet sind, diesen Strukturwandel zu bewältigen. Und an dieser Stelle möchte ich darauf hinweisen, ja, Ausbildungsgarantie, aber wie schon mehrfach betont, Ausbildungsgarantie im Sinne von alle Maßnahmen müssen versucht werden, damit jemand in eine betriebliche Ausbildung kommt. Weil wir alle wissen, die Betriebe wissen besser, was an Qualifikationen notwendig ist, welche Berufe gebraucht werden, welche Berufe für sie wichtig sind. Es ist nicht der Staat, es sind die Unternehmen. Und das ist auch etwas, was in Kombination mit diesen Mobilitätsfördermaßnahmen, es sind jetzt zwei Heimfahrten im Gesetz vorgesehen, und wir, es wurde ja auch schon betont, es braucht eine gemeinsame Anstrengung, und ich habe das schon vor ein paar Wochen hier gesagt, auch die Unternehmen melden zurück, beispielsweise die IHKs, dass sie froh sind, wenn junge Arbeitskräfte mobil sind, Auszubildende mobil sind. Und ich bin sicher, wir werden da auch im Land eine Unterstützung finden durch Vereine, durch die lokalen Communities, die dort fördern. Und das Programm Junge Wohnen, Junges Wohnen wird da auch einen Beitrag leisten. Und das, meine Damen und Herren, ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir können damit auch jungen Leuten zeigen, dass es uns wichtig ist, wohin sie wollen, was sie tun möchten, was sie werden wollen und dass es nicht darauf ankommt, wo sie herkommen und was sie bisher sind. Und das gilt insbesondere dieser Hinweis nach rechts außen. Und lassen Sie uns an der Stelle auch noch mal auf einen wichtigen Punkt hinschauen, der bisher noch nicht angesprochen wurde. Es gibt im Gesetz Maßnahmen, die neu sind, und es gibt auch Maßnahmen, so ehrlich muss man sein, die wir intensiv diskutiert haben in den Gesprächen. Und es ist auch wichtig, dass wir diese Maßnahmen evaluieren, dass wir uns Gedanken darüber machen, haben wir Wirkungen tatsächlich erreicht, die wir erreichen wollten, oder müssen wir nachsteuern? Und das finde ich einen sehr wichtigen Punkt in diesem Bereich, dass wir eben nicht sagen, wir haben was beschlossen und dann schauen wir mal, wie es wird, aber ob es was wird, schauen wir uns nachher nicht an, sondern wir werden das evaluieren und werden das überprüfen. Deswegen sind Teile auch befristet. Und zum Abschluss möchte ich einen ganz wichtigen Punkt für mich und auch für unsere Fraktion betonen. Wir haben hier einen investiven Ansatz im Sozialbereich. Es geht um die Investitionen in das, was wir Ökonomen Humankapital bezeichnen. Klar ist wichtig, Bildung, Ausbildung, Schule, alles trägt dazu bei. Aber es gibt eben Bereiche, wo wir noch etwas tun müssen. Und da ist es eine Investition in das Humankapital. Und wir sollten in Zukunft vermehrt im Bereich Arbeitsmarkt und Sozialpolitik auf diese investive Komponente schauen und die konsumtive vielleicht etwas zurückfahren, weil Investitionen sind Maßnahmen für die Zukunft und sind Investitionen in unsere junge Generation und nicht, dass wir sie einfach nur verwahren. Vielen Dank. Das Wort hat Jessica Tatti für die Fraktion Die Linke.
Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, also Ihr Gesetz zur Aus- und Weiterbildung ist so langweilig, dass es sich noch nicht einmal lohnt, es abzulehnen. Dabei stehen die Betriebe vor riesigen Herausforderungen durch neue Technologien, den Klimawandel und die Demografie. Schätzungsweise verändern sich bei jedem dritten Arbeitsplatz die Anforderungen an die Beschäftigten. Ohne intensive Fortbildungen läuft nichts. Und angesichts dessen ist der Gesetzentwurf ziemlicher Stuss. Sie entlasten zwar Betriebe bei den Kosten für die Weiterbildung, sie sorgen aber nicht dafür, dass die Förderungen endlich bei den Beschäftigten ankommen, die sie am dringendsten brauchen, nämlich den Geringqualifizierten, bei denen mit miesen Löhnen und die in Teilzeit und Befristungen festhängen. Die scheinen ihnen völlig egal zu sein. Nun sollen einige tausend Fortbildungen mehr von der Arbeitsagentur bezahlt werden. Das sind aber Fortbildungen, die wahrscheinlich eh zum größten Teil vom Arbeitgeber finanziert worden wären. Und sie führen eine neue Lohnersatzleistung ein, das Qualifizierungsgeld. Das ist gut für den Arbeitgeber, weil er für die Dauer der Weiterbildung keinen Lohn zahlen muss. Aber die Beschäftigten, die müssen während der Fortbildung mit 60% ihres Einkommens klarkommen. Und das ist unmöglich für Leute in Niedriglöhnen oder in Teilzeit. Die pfeifen doch auf eine Weiterbildung, und zwar nicht, weil sie keine Lust haben, sondern weil sie sonst sich ihr Leben nicht mehr leisten können. Ihre angebliche Ausbildungsgarantie ist eine Lachnummer, denn dahinter verstecken sich ein paar Heimfahrten für Azubis, Betriebspraktika und immerhin bis vielleicht 7.000 zusätzliche außerbetriebliche Ausbildungsplätze. Und das ist natürlich alles nicht schlecht, aber Sie wollen sich jetzt ernsthaft dafür nicht auf die Schultern klopfen. 17% jedes Schuljahrgangs bleibt ohne Berufsausbildung. Und das sind mittlerweile 2,6 Millionen junge Menschen. Das ist ein Desaster. Und Sie kommen mit diesem Kleinkram hier um die Ecke, anstatt das eigentliche Problem anzugehen. Und das eigentliche Problem ist, dass Betriebe immer weniger ausbilden. Herr Heil, Sie müssen doch sicherstellen, dass am Anfang des Berufslebens eine qualifizierte Ausbildung steht, damit die Jugendlichen nicht in Aushilfsjobs landen oder in sinnfreien Maßnahmen geparkt werden. Es braucht ein Recht auf Ausbildung durch einen Ausbildungsfonds, in den alle Betriebe einzahlen. Die Unternehmen, die bilden nicht wie durch ein Wunder wieder mehr Leute aus, sondern durch die richtigen Anreize. Und der Ausbildungsfonds ist der richtige Anreiz. Ihr Gesetz reiht sich nahtlos ein in eine Reihe erfolgloser Gesetze zur Aus- und Weiterbildung. Immer mehr Förderungen, die keiner kennt, die kaum etwas bewirken und dann auch noch nur jene erreichen, die ohnehin schon ziemlich gute Karten haben. Das bringt doch nichts. Und noch eins, Herr Heil. Sie sagen ja immer, Sie würden mit gleicher Kraft sich um das inländische Potenzial kümmern wie um die Zuwanderung von Fachkräften. Und ich sage Ihnen, dieses Gesetz zeigt, das sind nichts als leere Worte. Für die SPD-Fraktion hat es Nathalie Pavlik das Wort. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren! Heute ist ein guter Tag. Heute ist ein guter Tag für die vielen Jugendlichen, für Beschäftigte und die Betriebe in Deutschland. Mit dem Fachkräfteeinwanderungsgesetz und dem Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung machen wir etwas konkret gegen den Fachkräftemangel. Wir schaffen Perspektiven für junge Menschen, für Beschäftigte und für unseren Wirtschaftsstandort. Mit dem Aus- und Weiterbildungsgesetz unterstützen wir junge Menschen beim Einstieg ins Berufsleben. Wir verankern stetige Weiterbildung im Berufsalltag unzähliger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, und wir stärken Unternehmen im Strukturwandel. Unsere Arbeitswelt verändert sich. Wer heute einmal einen Beruf erlernt, führt diesen eben nicht mehr das gesamte Leben lang aus. Wir sorgen heute dafür, dass Menschen nicht erst bei Arbeitslosigkeit Weiterbildung und Qualifizierungsmaßnahmen erhalten, sondern während des Erwerbslebens sich besser weiterentwickeln können und so mehr Chancen auf den Arbeitsmarkt von morgen haben. Dafür vereinfachen wir den Zugang zu den Fördermöglichkeiten in der Beschäftigtenweiterbildung. Wir öffnen diese für alle Betriebe, und gleichzeitig führen wir auch mit dem Qualifizierungsgeld ein neues Kollektivinstrument ein, das Unternehmen, die besonders vom Strukturwandel betroffen sind, besser unterstützt. Liebe Kolleginnen und Kollegen,
In meiner ersten Rede zur ersten Lesung habe ich betont, dass wir im parlamentarischen Verfahren dafür sorgen müssen, dass aus einem guten Gesetzentwurf ein richtig gutes Gesetz wird. Das haben wir geschafft. Wir konnten den Entwurf an einigen wesentlichen Stellen nachschärfen. Wir öffnen das Qualifizierungsgeld auch für Fortbildungen, die nach dem Aufstiegsfördergesetz, kurz AFBG, förderfähig wären. Das bedeutet ganz konkret, dass wir Betriebe, die aufgrund des Wandels ihr Geschäftsmodell verändern, es ermöglichen, ihre Beschäftigten kollektiv mitzunehmen und weiterzubilden. Das betrifft zum Beispiel die vielen Menschen in der Automobilzuliefererindustrie, die gerade als Industriemechaniker eben am Verbrennungsmotor arbeiten. Die Spezialisierung auf Industriemechaniker in der E-Mobilität oder auf Industriemechaniker für Windkraftanlagen, diese wird Ihnen jetzt noch viel besser zugänglich sein und ermöglicht. Den Weg vom Anlagenmechaniker zum Softwareentwickler, von der Fachinformatikerin zur Berufsspezialistin für digitale Vernetzung, das soll in Deutschland keine Seltenheit mehr sein, sondern gelebte Realität. Ebenso haben wir im parlamentarischen Verfahren die Betriebsgrößen bei der Weiterbildungsförderung an die wirtschaftliche Realität unserer Betriebe angepasst. Der deutsche Mittelstand wird dadurch besser unterstützt. Gleichzeitig berücksichtigen wir insbesondere kleine und mittlere Unternehmen bei der Förderung. Das ist genau richtig. Frau Kollegin, Sie müssen zum Ende kommen. Ich komme zum Schluss. Liebe Kolleginnen und Kollegen, das Gesetz zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung sorgt dafür, dass wir Fachkräfte sichern, wir stärken Unternehmen und ihre Beschäftigten und gestalten den Transformationsprozess in unserer Gesellschaft. Frau Vielen Kollegin, Dank an alle, hallo. Die daran mitgewirkt haben. Das geht dann noch stärker zulasten Ihrer nächsten Kollegin, die ja auch noch sprechen möchte und schon abgezogen bekommen musste wegen der ausführlichen Darstellung des Ministers. Jetzt hat das Wort die Kollegin Mareike Lotte-Wulff für die CDU-CSU-Fraktion. Ja, sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich fand, wir hatten heute noch nicht so viele gute Nachrichten für den Arbeitsmarkt, aber eine gute Nachricht gibt es. Heute ist Bürohundtag, ein wichtiges Ereignis, auf das ich mal hinweisen möchte. Meine sehr verehrten Damen und Herren, das, was die Koalition heute versucht, als Meilenstein zu verkaufen, ist dann wohl doch eher ein Stolperstein für kleine und mittlere Unternehmen, die sich in der Transformation befinden. Denn, und das ist das Problem, Herr Heil, weshalb wir auch nicht zustimmen, Sie gehen einfach die Grundprobleme nicht an. Die staatlichen Unterstützungsangebote in kleinen und mittelständischen Unternehmen sind schlicht nicht bekannt. Aber gerade diese Betriebe, die stellen 70% der Arbeitnehmerschaft, gerade diese Betriebe sind zentral, um die Transformation zu bewältigen. So, nun ist die Lage so, und das geben die Zahlen her, das wissen Sie auch, dass diese Betriebe von der Förderung gar nichts wissen. Und vielleicht muss man sagen, ist es dann auch gut so, denn das, was angeboten wird an Förderung, ist eben auch gar nicht passgenau für die mittelständischen Betriebe. Und Ihre Aufgabe wäre es jetzt gewesen, das passgenau zu machen. Das haben Sie mit diesem Gesetz leider nicht gemacht. Und deshalb machen wir ein paar Vorschläge, wie Sie das machen können. Denn wir sind der Auffassung, Unternehmen können, gerade kleine, nicht lange auf ihre Mitarbeiter verzichten. Sie wollen die Leute aber mindestens 3 Wochen aus dem Betrieb rausnehmen. Das ist das Gegenteil von betriebsnah. Wir sagen, hier muss eine Änderung her. Diese Hürde muss abgesenkt werden. Zudem ist die Qualitätssicherung bei der Herstellung von Maßnahmen viel zu kompliziert. Es dauert ewig, bis so eine Maßnahme überhaupt im Betrieb denn mal ankommt. Deshalb sagen wir, diesen Prozess der Qualitätssicherung müssen wir entbürokratisieren und die Maßnahmenzertifizierung aussetzen für eine Weile. Der dritte Punkt. Wenn es um Aus- und Weiterbildung in der Transformation geht, und das wissen wir, gerade kleine und mittelständische Unternehmen, da ist häufig gar nicht so sehr das Geld das Problem. Das Problem ist, dass die Beratung, die Begleitung und das passende Angebot fehlt. Und deshalb wollen wir die Weiterbildungsverbünde stärker unterstützen. Wir wollen, dass sie weitergeführt werden. Auch davon kann man im Gesetz oder vielleicht auch einen begleitenden Antrag, den Sie hätten erarbeiten können, nichts zu lesen. Das alles fehlt leider in Ihrem Gesetz. Da können wir noch mal drüber sprechen.
So, und dann kommt das Qualifizierungsgeld, was hier ja hoch gelobt wird. Aber die Bewertung der Experten, die war auch in der Anhörung weiterhin vernichtend. Zu komplex, ein Bürokratiemonster für die Verwaltung, für die Unternehmen einfach unattraktiv. Das lehnen wir weiterhin ab. Und da meine Zeit jetzt schon etwas fortgeschritten ist, nur noch ein Punkt. Die jungen Menschen mit Behinderung, Herr Heil, da müssen wir wirklich mehr tun. Und deshalb fordern wir auch, dass die REZA, die Qualifizierungsmaßnahme von 300 Stunden, die ein Betrieb Frau Kollegin? Ja, machen muss, dass die optional wird. Hätten Sie all das in Ihrem Gesetz Frau oder Kollegin? Im Antrag untergebracht, hätten wir gern zugestimmt. So können wir leider nur ablehnen. Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn hat jetzt das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Und für 3 Minuten. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, alles redet vom Fachkräftemangel. Und das Verrückte ist, das ist eigentlich schon ganz lange bekannt. Und man hätte das schon vorbereiten können. Und die Ampel holt jetzt das nach, was 16 Jahre lang versäumt worden ist, mit einer Vielzahl von Maßnahmen. Im Bürgergeld haben wir die Qualifizierung gestärkt. Wir haben bei Arbeitslosenversicherung Weiterbildungsgeld eingeführt. Es werden, Frau Wulff, gerade Weiterbildungsverbünde überall aufgebaut und Weiterbildungsagenturen aufgebaut von der Bundesagentur für Arbeit. Da müssen wir hier nicht extra noch einen Antrag verabschieden. Und wir haben das Fachkräfteeinwanderungsgesetz heute verändert und heute noch dieses Gesetz zur Aus- und Weiterbildung. Viele Pakete, und das ist auch noch nicht das Ende, die Ampel handelt, um das Versäumte wieder auszugleichen. Und was wir hier machen in dem Gesetz, wir entschlacken die Weiterbildungsförderung, wir entbürokratisieren. Und das, was Sie durchaus an konstruktiven Vorschlägen gemacht haben, das hätten Sie doch schon längst machen können. Wir handeln in dem Fall. Und ich habe in der ersten Lesung gesagt, wir diskutieren darüber, wie wir die Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen noch verbessern können. Und ich kann sagen, das haben wir erreicht im parlamentarischen Verfahren. Weil jetzt nicht nur die kleinsten Unternehmen mit weniger als 10 Beschäftigten die höchste Förderungsstufe erhalten, sondern alle kleinen Unternehmen mit weniger als 50 Beschäftigten die höchste Förderung erhalten. Und das sind immerhin 8 Millionen Beschäftigte mehr, die zusätzlich jetzt eine Förderung behalten, bei der es 75% Arbeitsentgeltzuschuss gibt und die Lehrgangskosten sogar komplett übernommen werden. Wenn das keine starke Förderung von kleinen und mittleren Unternehmen ist, dann weiß ich es nicht. Und für uns Grüne besonders wichtig ist das Qualifizierungsgeld, weil das unterstützt Unternehmen und die Beschäftigten, die sich im Strukturwandel beschäftigen. Und insbesondere für den ökologischen Strukturwandel ist es besonders wichtig, diese Förderung zu haben und gerade auch mit Betriebsvereinbarung auf Basis einer Tarifvereinbarung, weil die Beschäftigten mitgenommen werden. Und wir kriegen diese Transformation nur hin, wenn Arbeitgeber und Beschäftigte an einem Strang ziehen und wir das gemeinsam machen. Und das ist wirklich ein starkes Mittel. Und mein Kollege Frank Sierske hat auch schon gesagt, das kann dann auch noch aufgestockt werden über die Tarifvereinbarung, sodass auch mehr als die 60% da sind. Also wirklich ein starkes Mittel, ein starkes Gesetz. Wir steigern die Weiterbildungsförderung wirklich massiv. Zur Ausbildungsgarantie habe ich jetzt noch gar nichts sagen können, habe dafür auch keine Zeit, Frau Präsidentin. Also die Ampel handelt und wir verbessern das, was 16 Jahre versäumt worden ist. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Der Kollege Dr. Stefan Nacke hat das Wort für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind es inzwischen gewohnt, dass die Ampel Politik mit plakativen Begriffen macht, wie hier Qualifizierungsgeld oder der Ausbildungsgarantie. Sie erzeugen mit ihren Wortschöpfungen Frust, denn die Ausbildungsgarantie ist ein Etikettenschwindel und kein Rechtsanspruch auf eine betriebliche Ausbildung. Ich will lieber über den Inhalt sprechen. Wir müssen vom Bürger als Nutzer denken. Wir brauchen eine moderne, eine innovative Sozialpolitik, die unsere sozialpolitischen Instrumente passgenau vernetzt. Das wäre ein smarter
Sozialstaat. Unionsgeführte Sozialpolitik ist schon smart. Vergangene Woche hat Karl-Josef Laumann in Nordrhein-Westfalen als erstes großes Flächenland ein Schülerdatenübermittlungsgesetz in den Landtag eingebracht. Die Idee, personenbezogene Daten können von der Schule direkt an die zuständige Agentur für Arbeit übermittelt werden. So fällt zukünftig niemand mehr durch das Raster der Berufsberatung und erhält bei Bedarf Unterstützungsangebote. Auf dem Ausbildungsmarkt stehen aktuell 69.000 offenen Stellen, 23.000 erfolglos Suchende gegenüber. Wie bekommen wir die jungen Leute und die Jobs zusammen? Zwei Familienheimfahrten im Monat werden niemanden davon überzeugen, fernab von der Familie und den Freunden eine Ausbildung anzutreten. Mit unserem CDA-Beschluss zum sozialpädagogisch begleiteten Azubi-Wohnen machen wir einen smarten Vorschlag. Anfang der Woche war ich in Berlin-Oberschönweide zu Besuch beim Kolping-Jugendwohnen. Besuchen Sie diese Einrichtung. Sprechen Sie mit den jungen Menschen, die es gerade wegen dieser Unterstützungs-, Beratungs- und Freizeitangebote gewagt haben, in eine andere Gegend umzuziehen. Mir ist es ein Rätsel, warum die Ampel dieses Potenzial nicht erkennt. Während 10% der Studierenden öffentlich geförderte Wohnplätze haben, liegen der Bundesregierung überhaupt keine Daten und Erkenntnisse zum quantitativen und qualitativen Wohnbedarf von Auszubildenden vor. Weder ist bekannt, mit welchem Fördervolumen das Bund-Länder-Programm Junges Wohnen in den nächsten 3 Jahren rechnen kann, noch weiß die Ampel, in welchem Verhältnis der berufliche und der akademische Bildungsbereich gefördert werden sollen. Kaum zu glauben. Es ist gar nicht smart, wenn man unter Junges Wohnen nur sozialen Wohnungsbau versteht. Die Herausforderung bei der Finanzierung solcher Projekte liegt darin, die rechtlichen Grundlagen der Kinder- und Jugendhilfe mit dem Wohnungsbau zu verknüpfen. Minderjährige Azubis brauchen eben sozialpädagogische Begleitung. Ist es nicht ungewöhnlich, dass die alte Tante SPD sich an dieser Stelle faktisch nur um Studierende kümmert? Angesichts des Fach- und Arbeitskräftemangels brauchen wir einen smarten Sozialstaat. Weg von plakativen Überschriften, hin zu effektiven Regelungen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Jessica Rosenthal hat jetzt das Wort für die SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, an dieser Stelle sprechen wir oft und sehr häufig vom Fachkräftemangel und wie er unseren Wohlstand bedroht. Und natürlich tun wir das zu Recht. In den letzten Jahren zu wenig haben wir aus meiner Perspektive über die jungen Menschen gesprochen, die diese Fachkräfte mal werden sollen. Wir haben zu wenig gesprochen über vernünftige Ausbildungsbedingungen, über Ausbildungsqualität, über gute Bezahlung. Wir haben zu wenig gesprochen über 2,6 Millionen Menschen, die keine Ausbildung haben in diesem Land. Wir haben zu wenig gesprochen über Hunderttausende junge Menschen, die in einem Übergangssystem geparkt sind, ohne dass sie ihrem Ausbildungsabschluss eine Sekunde näher gekommen sind. Dass sich das ändert, dafür haben wir als SPD gekämpft, dafür haben wir gekämpft an der Seite der Gewerkschaft und insbesondere an der Seite der Gewerkschaftsjugend. Ich freue mich sehr, dass ihr heute hier seid, um dieser Debatte zu folgen. Wir haben dafür gekämpft, dass sie kommt, die Ausbildungsplatzgarantie. Und ich freue mich, dass wir mit dem heutigen Gesetz diese Ausbildungsgarantie beschließen und verabschieden und damit jedem jungen Menschen das individuelle Recht auf eine Ausbildung zugestehen. Das ist ein verdammt guter Tag für diese Republik. Die Ausbildungsgarantie, das ist aber am Ende natürlich auch mehr als nur das individuelle Recht. Es geht dabei um ein Versprechen von uns allen. Es geht dabei um die Begleitung, gerade auch der Übergänge zwischen Schule und Beruf. Es geht auch um die Stärkung von Jugendberufsagenturen. Und ja, es ist auch ein Versprechen der Wirtschaft, alle Möglichkeiten der dualen Ausbildung zu schaffen, die man schaffen kann, alles anzubieten. Und deshalb gucke ich mit großer Freude auch nach Bremen, wo diese Ausbildungsgarantie nämlich noch begleitet wird mit einer Umlage. Und ich glaube, auch hier sehen wir, dass noch weitere ergänzende Schritte notwendig sind, um genau das auch alles auszuschöpfen. Möchten Sie eine Zwischenfrage von Herrn Brandner zulassen? Nein, danke. Ich möchte schließen. Es ist ein verdammt guter Tag für mich persönlich, für uns als SPD, für die Ampel. Wir schaffen heute die Ausbildungsplatzgarantie und lassen Sie uns dann weitere Schritte anschließen. Vielen, vielen Dank.
Herr Brandner, Sie können eine Kurzintervention machen, eine einzige. Mehr lasse ich nicht zu. Eine einzige? Ja, ich. Ja. Warum sollte ich mehrere Kurzinterventionen machen? Ich bin immer kurz, knapp und knackig, auch in meinen Ausführungen. Eigentlich wollte ich Ihnen ja was Gutes tun. Sie haben mir die Redezeit hergeben müssen, weil der Arbeitsminister so lange geredet hat. Ich wollte eigentlich Ihre Redezeit verlängern durch eine dezidierte Zwischenfrage. Insoweit haben Sie sich selber geschadet. Es ging also darum, wir haben ja jetzt sehr viele Reden gehört zur Bestandsaufnahme, Ausbildungsmisere, Weiterbildungsmisere, 2,6 Millionen Menschen in Deutschland ohne Ausbildung, Hunderttausende, die in Übergangssystemen geparkt werden. So haben Sie formuliert, die Verzweiflung muss groß sein. Herr Heil hat ja schon Anleihen bei der Alternative für Deutschland genommen und plötzlich gesagt, wir brauchen mehr Meister statt Master. Das machen wir seit Jahren auf jeder Bühne in dieser Republik. Deshalb meine Frage, die Lösungsmöglichkeiten haben Sie jetzt in Ihr Gesetz reingepackt. Aber mich interessiert dann immer, wer ist denn die Ursache des Problems? Sie alle von den Altparteien regieren ja in Deutschland seit ungefähr 75 Jahren durchgehend, jeder mit jedem, alles und immer, im Bund und in den Ländern. Jetzt haben wir hier eine große Katastrophe im Ausbildungs- und im Weiterbildungsbereich. Kurz und knapp die Frage an Sie, wer trägt dafür die Verantwortung? Frau Rosenthal, möchten Sie antworten? Ich muss sagen, der Zeitpunkt, an dem ich echte Lösungen von Ihrer Fraktion gehört habe, ist in meinem politischen Leben noch nicht gekommen. Und von daher kann ich nicht bestätigen, dass auch nur eine der Lösungsvorschläge, die übrigens in einer qualitativ sehr wertvollen Rede unser Arbeitsminister gerade vorgetragen hat, auch nur in irgendeiner Weise mit Ihnen in Verbindung steht. Im Gegenteil, wir arbeiten als SPD genau für diese Ziele schon immer. Und deshalb kann ich an der Stelle nur sagen, wir ergänzen all diese Dinge, die wir gerade tun, mit Blick auf die Ausbildungsgarantie natürlich auch noch mal, wenn es zum Beispiel um die Förderung von Ausbildungswohnen geht, junges Wohnen beispielsweise unterstützen wir. Es muss dringend verstetigt werden. Wir reden über Berufsorientierung. Also von daher gibt es weitere Lösungen, die wir diesen vielen, vielen Maßnahmen anschließen. Und ich muss erst mal sagen, dieses Paket muss man erst mal noch mal schnüren. Von daher bin ich sehr zufrieden für den heutigen Tag und glaube, wir werden genau das Problem, von dem heute gesprochen wird, in vielen, vielen Schritten hier auch lösen. Vielen Dank. Ich schließe die Aussprache und wir kommen zur Abstimmung über den von der Bundesregierung eingebrachten Gesetzentwurf zur Stärkung der Aus- und Weiterbildungsförderung. Der Ausschuss für Arbeit und Soziales empfiehlt unter Buchstabe A seiner Beschlussempfehlung auf Drucksache 7409, den Gesetzentwurf der Bundesregierung auf den Drucksachen 6518 und 7116 in der Ausschussfassung anzunehmen. Wer dem Gesetzentwurf zustimmen möchte, die bitte ich jetzt um Ihr Handzeichen. Das sind die Koalitionsfraktionen. Wer ist dagegen? Das sind CDU, CSU und AfD. Wer enthält sich? Das ist die Fraktion Die Linke. Dann komme ich zur. Nein, damit ist ja in zweiter Beratung angenommen, der Gesetzentwurf. Und ich komme zur dritten Beratung und Schlussabstimmung. Wer zustimmen möchte, die mögen sich jetzt bitte erheben. Vielen Dank. Wer ist dagegen? Danke sehr. Enthaltungen? Vielen Dank. Der Gesetzentwurf ist in dritter Beratung angenommen mit dem gleichen Stimmverhältnis wie vorher. Und jetzt kommen wir. Jetzt kommen wir zur Abstimmung über den Entschließungsantrag der Fraktion der CDU, CSU auf Drucksache 7411. Wer stimmt für den Entschließungsantrag? Das ist die CDU-CSU-Fraktion. Wer stimmt dagegen? Das ist die Koalitionsfraktion und die Fraktion Die Linke. Und wer enthält sich? Das ist die Fraktion der ARD, der AfD. Der Entschließungsantrag ist damit abgelehnt. Und wir setzen die Abstimmungen zu der Beschlussempfehlung des Ausschusses für Arbeit und Soziales auf Drucksache 7409 fort. Der Ausschuss empfiehlt unter Buchstabe C seiner Beschlussempfehlung die Ablehnung des Antrags der Fraktion Die Linke auf Drucksache 6549 mit dem Titel Sichere Beschäftigung der Transformation Aus- und Weiterbildungsförderung ausbauen. Wer stimmt für diese Beschlussempfehlung? Das sind die Koalitionsfraktionen CDU, CSU und AfD. Wer stimmt dagegen? Das ist die Fraktion Die Linke. Wer enthält sich? Das ist niemand. Damit ist die Beschlussempfehlung angenommen. Jetzt komme ich zu Tagesordnungspunkt 23 sowie Zusatzpunkt Nummer 9. Hier geht es um die Beratung der Beschlussempfehlung des Wirtschaftsausschusses zu dem Antrag der Fraktion der AfD mit dem Titel Die drohende Rezession stoppen und ökonomisches Wachstum für deutsche Unternehmen und Bürger generieren, sowie zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU mit dem Titel Stillstand überwinden, nachhaltiges Wachstum stärken. Es ist verabredet, 39 Minuten